Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute mal im PvP-Modus sozusagen, also Überlebensmodus. Und wir möchten heute das Masterband zu Sam hochladen und Harper's Ferry untersuchen, weil ich glaube, dass wir hier die freien Staaten kriegen. Bin mir fast schon sicher, müsste eigentlich. So, nichtsdestotrotz, Waffe wechseln. Wir haben kein bisschen Leben und laufen in einem Gebiet rum, wo alle mich one-shotten. Warum ich mit kein bisschen Leben rumlaufe, ist ganz einfach diese Waffe. Oh Gott, ich habe verfehlt. Bin so tot. Na, ich darf mir keine Fehler erlauben, das ist das Problem. Wer Fehler macht, stirbt. Ganz einfach. Okay, jetzt muss ich da nur irgendwie reinkommen. Und dann den Rest untersuchen. Bis wir auf Platz 1 landen oder 3, besser gesagt, dauert es noch eine Weile. Und wenn bei uns mal ein Gegner in der Nähe ist, dann schießen wir den weg. Das ist der Plan. Gesucht? Ach, das haben die gepatcht. Ah, man sieht jetzt nicht mehr so auffällig. Okay, nein, haben sie nicht gibt. Der ist genau in der Station. Ist so, als würde er darauf warten, dass jemand kommt. Habt ihr das auch gehört? Hört sich an wie feuchte Schritte. Egal. Erste Amtshandlung ist erstmal hier rüberkommen. Da fängt's schon an. Da ist eine Brücke. Das hört sich nicht gut an. Nachts mit der Waffe rumzulaufen ist einfach nur so geil. Oh. Was? Was? Wo bist du? One-shotte alles und jeden. Hallo? So, öffnen wir die erste Tür. Und dann gehen wir mal hier in die Klinik rein. Ein paar Stamps könnten wir gut gebrauchen. Erstmal gehen wir hier aufs Terminal. So, verschwundene Personen. Es folgt eine Liste von verschwundenen Personen. Vermisste Jagdgesellschaft. Duncan McCanns Jagdgesellschaft gilt als vermisst. Laut ihrer letzten Übertragung waren sie von der Valley Gallery aus unterwegs nach Norden, um ein Rudel Ghule zu verfolgen. Das Gebiet sollte gemieden werden, bis wir einen ordentlichen Suchtrupp zusammenstellen konnten. Wenn ihr euch freiwillig melden wollt, sprecht mit Eddie Hayes. Die verschwundenen Mitglieder sind... hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen, hast du nicht gesehen. Esmer Rivers ist seit 2 Tagen verschwunden. Falls jemand eine Idee hat, wo sie sich aufhalten könnte oder sonst etwas weiß, meldet euch bitte bei Eddie Hayes. Jäger verzweifelt gesucht. Und suche das Gebiet nördlich von Valley Galleria. Aha. Tess und Frank Hoppner. Hallo Leute, hier ist Sid. Meine Großeltern sind weg. Als wir aufwachten, waren sie spurlos verschwunden. Ich glaube, meine Oma trägt ihr altes blaues Kleid und mein Opa seinen alten Anzug, den er immer anhat. Soweit ich weiß, haben sie keine Waffen oder irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich zu verteidigen. Falls jemand bei mir bei der Suche helfen möchte, meldet euch bitte vor Ablauf des Tages bei Eddie oder mir. Vegas. Ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist, aber falls ihr nach einem Hund Vegas Ausschau halten könntet, wären meine Schwester und ich euch sehr dankbar. Vegas ist ein schwarz-weißer Border Collie, total lieb. Auch wenn jemand herausfindet, dass er gestorben ist, wären wir für jede Information dankbar. Donny, ich weiß nicht, ob das hier das richtige Forum ist. Das ist eine kleine Anspielung auf Idioten im Internet. Patrouillenplan. Alles klar, Forum. Auf vielfachen Wunsch allgemeine Foren verhalten, sie sich nett und angemessen oder verschwinden sie. Bringen sie mich nicht dazu, das mit einem Passwort zu versehen. Jagdgesellschaft.
Great Shelton, wollt ihr sagen, dass unsere besten Schützen da draußen verschwunden sind? Wenn die schon nicht in dem verdammten Sumpf überleben können, wie sollen wir es dann schaffen? Ich bete zum Himmel, dass wir keinen Suchtrupp losschicken, denn ich werde sicher nicht mitgehen. Ganz zu schweigen davon, dass Hardball weg ist. Einen Mr. Gutsy zu verlieren ist schon hart. Ich hoffe, die sind nicht wirklich verschwunden, sondern warten nur auf den richtigen Moment, um sich auf den Heimweg zu machen. Becca Mason, danke, dass du so tolle Stimmung verbreitest. Wait, außerdem ist es gut zu wissen, dass du mir nicht zu Hilfe kämst, wenn mein Arsch da draußen wäre. Great, verdammt richtig, ein Roboter wie der sollte uns lieber hier in Harpers beschützen, statt in einem beschissenen Sumpf umherzuirren. Kaputtes Radio. Delia, hey Leute, mein Radio ist kaputt gegangen und ich habe gehofft, dass jemand es reparieren kann. Es wäre nicht nur für mich, sondern auch für meinen Opa. Es ist die einzige Form der Unterhaltung für ihn, weil er blind ist. Ich kann nicht viel anbieten, vielleicht ein paar Packungen Kaugummi oder eine Glühbirne oder zwei. Abigail, Delia, ich kann mich darum kümmern, kein Problem. Ich es morgen gegen Mittag dir abholen. Achso, kann. Wer schreibt denn so bitte? Kann als einziges oben oder den Rest unten reingequetscht. Und mach dir um die Bezahlung keine Sorgen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es allzu aufwendig wird. Danke, Abby. Ich mach's abholbereit für dich. Alter, was ist denn los, ey? Ich bin gerade erst aufgestanden, kann kaum noch lesen, ey. Seit ein paar Jahren ist mein Bruder ziemlich fertig. Richtig niedergeschlagen. Ich glaube, er hat es nie überwunden, dabei zusehen zu müssen, wie die Welt untergeht. Das hat keiner von uns. Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden, aber er blockt stets ab und wechselt das Thema. Seit JD in Harper's Ferry Brianna Hawk begegnet ist, läuft es aber wieder besser. Sie hat ihm wohl ihre Schulter angeboten, um sich auszuheulen. Warum sich JD bei ihr wohler fühlt als bei seinem Bruder, werde ich wohl nie erfahren. Klar bin ich irgendwie sauer. Vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig. Wie viel Schrott habe ich dabei? Klasse, Mulzriste. Stahlschrott. Wieso habe ich so viel Stahlschrott dabei? Ah, nein! Ich hatte die großen Packungen dabei und habe dann bei irgendeiner Station die wieder auseinandergeräumt. Ach, Kacke. Ja, gut. Passiert. Das dauert noch, bis wir auf Platz 1 sind oder 3. Von daher, ich denke nicht, dass diese Woche Folge noch irgendwas passieren wird. Also diese Folge ist wahrscheinlich ganz normal. Das ist ein ganz schönes Stück weit hinten, ne? Untersuche das Gebiet. Ah. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Vor allem ohne Rüstung, ohne Trinken. Holy shit. Oh. Okay. Müssen wir eventuell um das Gebirge hier rumgehen? Das hier, hier haben sie anscheinend ihren Müll gelagert. Okay. Kann ich einfach ins Wasser springen, ohne mir weh zu tun? Sollte ich das überhaupt? Kann man hier dran vorbei? Wir gucken mal, ob es möglich ist. YOLO! Oh, du bist mutiert, du bist jetzt ein Beutetier. Was? Was bin ich, ein Beutetier? Beutetier, Tragekapazität plus 20, Initiative minus 4, Sprunghöhe. Yay! Wuhu! Oh, das kann helfen. Oh, aber ich würde gerne eigentlich Redway einsetzen, weil ich nur die Hälfte meines Lebens habe.
Finde heraus, was mit der Jagdgesellschaft geschehen ist. Wo war hier gerade ein Gegner? Ich hab eine Lebensanzeige gesehen. Ich muss Redway reinziehen. Ich habe schon so wenig Leben. Ich habe kein Redway. Ja, cool. Ghoulpirscher. Aber hier waren doch gerade... Oh Gott, das sind so viele. Einer von denen hat bestimmt Redaway dabei. Redaway. Holy shit. Ui. Ich habe so das Gefühl, dass die Leute hier auf den Server gehen, nicht um zu spielen, sondern um zu töten. Die suchen wahrscheinlich gezielt nach Spielern. Was ich durchaus verstehen kann. Würde ich auch machen. Keine Redway dabei gehabt? Wo ist der Supermutant, den ich gesehen habe? Say some. Kein Redway dabei. Ich habe normalerweise die ganzen Champs. Superkleber, naja, nein. Was haben wir denn hier? Kurz gucken, auf welchem Platz ich bin. 18. Ja, gut. Das zumindest ist das nicht mehr so schnell wie am ersten Tag. Wollte ich nicht eigentlich was trinken? Habe ich was getrunken? Ah, ich habe was getrunken. Hier ist einfach nichts. Also sobald ich auf Platz 3 bin oder so, dann fliege ich nach Hause. Was ist denn hier passiert? Schleichender Nebelkriecher. So schleichen kann es ja nicht sein, wenn ich dich sehe. Das hört sich ziemlich eine Rüstung an, oder? Hast du gerade Erdbeben ausgelöst? Was bist du denn für einer? Das ist eine Gottesanbeterin. Was macht die denn hier? Okay. Und was ist das überhaupt? Ich kann das nicht mehr identifizieren. Das ist irgendwie Müll an einem Baum gekettet oder Felsen oder... Ich weiß nicht. Irgendwas ist hier passiert. Ich glaube, das hier ist aus dem Boden gekommen, kann das sein? Sieht so aus, als wären das Wurzeln. Und das hier Infrastruktur, die mitgerissen worden ist. Ja. Dann ist hier noch Licht? Oh Mann. Naja, zumindest eine Werkbank hier für mich. Kann ich ein bisschen Schrott zusammenlegen. Keine Munition oder so, nichts? Oh, Kombi-Schraubenschlüssel. Oh, Kleber. Ein Grubenhauerhandschuh, was macht der denn hier? Egal. Wir müssen erstmal zur Jagdgesellschaft. Oh, ich finde es nachts so geil. Weil ich laufe hier mit dieser geilen Waffe rum. Roter Witwenblutkäfer. Was sind das für Kreaturen hier in dieser Ecke?
Hier sind verdammt viele Käfer. Und vor allem rote. Natürlich normalerweise normal orange-gelb. Da pure Finsternis, hier taghell. War da gerade was? Ach, Kacke. Die sieht man nicht. Die sind voll getarnt. Gut, dass ich hier die ganze Zeit schleiche. Der Sumpf ist nicht wirklich nett. Ist gefährlich. Und da ist wieder stockfinster. Alles klar. Das heißt, wenn ich im PvP-Modus hier in diesem finsteren Tal bin, alles easy. Was bist du? Hardball? Das ist doch... Das ist der Mr. Goodsy, der fehlt, ne? Bist du der einzige Überlebende, Mr. Goodsy? Beobachte! Nichts Neues zu melden! Sie dort, Zivilist! Identifizieren Sie sich! Hoffentlich täuschen mich meine Okularsensoren nicht! Führe Diagnose durch! Sensoren nominal! Sichtung bestätigt! Was ist los, Junge? Überprüfe Lebenszeichen. So gering, dass sie kaum feststellbar sind. Keine unmittelbare Regierungsbedrohung gesichtet. Die ersten Anzeichen deuten nicht auf Feindseligkeit hin. Als Mitglied der Freien Staaten und Beschützer von Harper's Ferry verpflichte ich sie hiermit zum Dienst. Ich muss Verwundete beschützen. Außerdem ist die Wiederherstellung der Kommunikation mit Duncan McCain von höchster Wichtigkeit. Ich habe Grund zu der Annahme, dass Ihr Trupp in einen Hinterhalt geraten ist und Sie eine Notrufmarke aufgestellt haben. Allerdings ist das Signal zu schwach. Ihre Aufgabe besteht darin, einen Signalverstärker zu finden. Mögliche Orte für die Suche umfassen Harper's Ferry und den Valley Galleria Elektronikladen. Sobald Sie den Verstärker haben, begeben Sie sich zum Überlebenstrainingszentrum und rufen mit diesem Code einen Frachtbot. Bringen Sie den Verstärker an, lassen Sie den Frachtbord aufsteigen und warten Sie, bis Ihr Pip-Boy das Notsignal empfängt. Folgen Sie dem Signal, finden Sie die Truppe. Wegtreten! Alles klar, Junge. Curtis Notiz. So, bist du leise? Ich muss den nämlich ein bisschen weiter weglesen, damit er mich nicht anquatscht. Ich werde die Mission. Quatsch mich nicht an! So. Notizen. Courtney's Notiz. Lieber Finder dieser Notiz, wenn Sie das hier gefunden haben, bin ich offensichtlich tot. Aber meine zwei Katzen sind es nicht. Wenn Sie ein Herz haben, gehen Sie bitte nach Harper's Ferry und kümmern sich um meine zwei Lieben, Lula und Misty. Oder benachrichtigen Sie jemanden, der sich um sie kümmern kann. Hier ein paar Vorschläge für verantwortungsbewusste Kandidaten. Niraj oder Abby Singh. Tyra von Burren und Cassandra Roberts. Ist klar, ist alles klar. Wisst ihr Bescheid? Finde einen Signalverstärker. Na gut, dann gehen wir da mal hin. Nebel. Heißt das, hier ist irgendwo ein legendäres Viech oder so? Weil Nebel ist jetzt nicht so häufig, ne? Ja, ich muss hier runter. Überlebe ich das? Das sieht nicht gut aus. Hilfe! Ich kann nicht um Hilfe rufen. Getötete Gegner, Wochenrekord, dieser Versuch, aha. Neues Spawn. Jetzt, ich muss da echt, muss ich da jetzt echt hinlaufen? Von da aus? Ja. Gut. 24 Kronkorken? Feral Mongrel?
Bist du denn für einer? Ein einzigartiger Hund? Kann mir das einer erklären? Was war denn das jetzt? Guckt euch das mal an. Bei White Springs ist ein Camper. Der hockt da rum und tötet Leute. Einfach so just for fun. Dann kriegt ja lieber was dafür. Vielleicht Kronkorken. Kriegt man Kronkorken? Ja, ne? Glaube schon. Da sind zwei Camper. Die spielen zu zweit. Da sind zwei Leute, die die ganze Zeit die Leute abschießen. Aber die wollen auch nicht woanders spawnen. Weil die wahrscheinlich ihre Sachen zurückhaben wollen, ich weiß es nicht. Oder vielleicht machen sie dann, keine Ahnung, Massenschlägerei, pushen sich gegenseitig. Man weiß es nicht. So, wir sind langsam da. Ich habe hier einen Bunker gefunden. Dann gehen wir direkt mal hin gleich, indem wir die Leiche geholt haben und uns ein bisschen Redaway reingezogen haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal ganz kurz nach Hause. Ich muss da ein paar Sachen mitnehmen, das geht nicht anders. Ich hoffe, ich kriege meine Leiche. Da müsste ich endlich. Ja, easy. Ja. Ich habe mein Zeug wieder. Ah, sehr schön. Okay, gehen wir mal in den Bunker. Ich hätte ganz ehrlich... ups, das war ein Red Axe. Meine Power-Rüstung anziehen sollen. Hätte ich meine Power-Rüstung angezogen, wäre ich durchgekommen. Ah, guck mal. Meine Mutation ist noch nicht weg. Ja. Sehr schön. Perfekt. Da war irgendwo eine Explosion. Die war verdammt nah dran. Platz 15. Du hast dich vor Mutation... Och, Mann. Wollte mich nicht erholen. Oh, Mann, meine Sprungkraft. Ich hoffe, da ist was zu essen drin. Oder zumindest eine Kochstation. Okay, das ist Dreck auf meinem Bildschirm. Alles gut. Ich habe gedacht, da bewegt sich was. Aber ich habe so einen kleinen Dreckpunkt. Richtig schön mittig auf dem Bildschirm. Und den habe ich damals benutzt, um Kingdom Come Deliverance zu spielen. Weil man da ja kein Visier hat. Und seitdem lasse ich den Schmutzfleck drauf. Ich wische immer schön um ihn herum. So, gibt's hier auch Essen? Schrank. Alles klar, Kakerlaken. Damit kann ich leben. Wenn man sie denn treffen würde. Das nehmen wir mal mit. Also rein theoretisch kann man sich ja einfach... bleibst du da? Okay. Kann man sich ja einfach verbunkern in so einem Bunker, logischerweise, und dann warten, bis da die Spieler kommen. Und dann haust du sie weg. Weil dich in irgendeiner Ecke versteckst. Töte Red-Kakerlaken. Nice. Okay, das war klar. Da hat's geleuchtet. Sehr schlecht versteckt. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Noch mehr hier Kakerlaken. Nichts zu essen, weißt du? Alkohol ohne Ende. Aber nichts zu essen. Nicht mal eine Kochstation oder so, die man benutzen könnte. Schade. Eigentlich recht billiger Bunker. Wieso ist in dem Bunker nichts zu essen? Wer denkt sich den Scheiß aus? Da ist ein Teddy im Ofen. Geil. Nichts zu essen. Aber Hauptsache ein Teddy im Kühlschrank, im Ofen. Ach. Na gut, zumindest habe ich was zu trinken. Ich habe Essen dabei, ja.
Ansatzweise. Kein richtiges. Das muss erst gekocht werden. Das unaufhaltsame Brettspiel. Okay. Oder das Brettspiel der Unaufhaltsame. Sind die da immer noch am Kämpfen? Ganz ehrlich, ich würde da gerne mitmischen. Ich würde mich gerne von hier aus da hinschleichen. Und dann die... Nein, da war... ein Schemmbehälter. Shit. Heißt, und dann diese komischen Camper da einfach rausholen. Und dann deren Loot klauen. Aber ich glaube, so leicht sind die nicht zu finden. Geplünderter Bunker. Ja, kein Wunder, dass da nichts drin ist, wenn er geplündert ist. Aber ich gehe da trotzdem rein. Da war noch ein Schemmbehälter. Da könnte noch was drin sein. Und dadurch, dass ich heute leider gestorben bin, muss ich die Folge für heute leider rendern und muss mich gleich ausloggen. Aber wir sind sowieso nicht oben, also von daher passt das schon. Aber sollten wir nochmal so ein paar Leute sehen, die irgendwo offensichtlich campen, dann werde ich mich dahin schleichen. Dann werde ich mir die holen. Ich werde das Gebiet beobachten und gucken, von wo die schießen, und dann baller ich die weg. Ach, weil das Asoziale sind. Ja gut, wir sind... Wow, Platz 14, passt schon. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Und dann schauen wir mal, ne? Haut rein, euer Zero. Tschüss.